Hey! Ha? Er räumt ihre Dinge um. Ihre Pillendose, ihre Stiefel. Ich wollte nichts Böses. Sie fürchtet, sie verliert den Verstand. Na gut, ich mache auch Schabernack, also von daher. Was wollen Sie von mir? Gar nichts, du bist genauso ein großer Schabernack-Typ wie ich. Mach mal weg, Herz. Chicken hat sich wirklich die Kombination gemerkt. Wuhu. Ja. Wusste ich nicht, wahr? Ausnahmsweise kann ich mir Dinge merken. Ausnahmsweise, aber auch nur. Hatten ja auch schmeißen können. So viele Dinge, die ich tun könnte. Leben überhaupt noch irgendwelche Gardisten? Wahrscheinlich unten im Keller vom Geheimgang. Gute Nacht. Komm, das geht doch so viel schneller als zu würgen. Das ist jetzt ein neues Bett. Ich glaube, da war etwas. Nein. Was keine große Hilfe, weißt du das? Keine große Hilfe. Ist da wer? Indiskret. Ist noch so höflich für diesen Schwätzer. Das ist also eine Tratschtante, hä? Ups. Er hat sich seinen Kopf an einem Whiskyglas gestoßen. Whiskyglas, ja, gestoßen und. Ich würde jetzt wahrscheinlich sagen: Ey, komm, Chicken, der andere. Kill mehr gegen den Zivilisten. Oh. Den Tresor aufgemacht oder nicht? Nein, Chicken, hast du nicht. Glückwunsch. Save early, save often. Oder einfach hinnehmen, dass du Leute tötest. Komm, das ist der hohe Chaosfaktor. Ja, das war ein Zivilist. Die Münzen habe ich, glaube ich, nicht mitgenommen. Na gut, jetzt habe ich sie ja mitgenommen. Jetzt hat das Chicken sie mitgenommen. Manchmal muss man Dinge doppelt und dreifach erledigen. Nein, eigentlich nicht. Das Motiv der Wiederholung. Ich bin halt in einer Zeitschleife gefangen. Weil ich zu unverschämt war. Und jetzt will die Alga sich rächen.
komm schon! Was habe ich denn getan, die Olga? So einiges. Was? Wache! Hilfe! Du kannst ja gerne Wachen um Hilfe rufen, aber ich glaube, hier sind keine mehr. Silberjacke. Ah, dann trag mal eine Silberjacke. Na gut, jetzt bist du ein bisschen eingeängstelt. Sei froh, dass ich dich nicht ins Wasser schubse. Ja, Auszeit für dich. Auf der Bank, habe ich gesagt. Eigentlich noch nicht. Ich konnte es noch nicht sagen. Du stehst zu weit davor, checken. Sein Kopf ist auf der Bank. Das lasse ich zählen. Es gibt Ärger in diesem Teil der Stadt. Also bitte, wieso sperren Sie das ganze Gesindel nicht einfach aus? Ja, Ärger in diesem Teil der Stadt. Denn Corvo Atano ist hier. Der Corvo. Gute Nacht. So, die nächsten. Ja, das nächste Essen eher. Ja, hier war ja die Leiche, der Bedienstete. Wer sein Gesicht versteckt, führt sicher nichts Gutes im Schilde. Ach, sei du mal ruhig. Du stehst hier direkt neben der Leiche. Also führst du eher nichts Gutes im Schilde. Außerdem habe ich kein Schild. Das ist ein Whiskyglas. Ich lege dich lieber auf den Boden. Whiskygläser sind too strong. Sohn. Au, in die Magengegend. Hätte sie inzwischen die Beine treten sollen, Corvo. Ist ja auch keine Lösung. Doch! Lösung für das Übervölkerungsproblem. Oh, das ist fies. Autsch. Und wir sind wieder in dem Raum. Juhu. Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle nervös. Mein Herz macht das nicht mit. Nicht lustig. Zu mein Herz. Ihr Gesicht ist bedeckt. Der Garde. Achtung! Sie kennt viele Gifte. Mandragora. Arsen. Rechnus. Und sie weiß, wie sie damit Herzversagen oder Gehirnfieber vortäuscht. So, so, so. So eine bist du also, ne? Hier ist noch eine Wache! Was zum... Hier ist noch eine Wache! Hier ist noch eine Wache! Okay, was mache ich jetzt mit dir? Also, Bang? Der Kopf bringt einen guten Preis in Silber! Nicht in Gold? Ich krieg dich schon! Winsle um Gnade! Blin ist zwecklos! Oh! Ja, ich soll um Gnade winseln. Du solltest mal deine Prioritäten setzen. Aber schön, hier war noch einer. Na, Miss Zivilistin, das ist doch schön. Na komm, du schläfst heute draußen. Du schläfst heute draußen. Hab ich nicht meinen Ratten gesagt, die sollen den ganzen Leichen essen? Hallo? Ich glaube, da war etwas. Nee, hier war niemand. Sorry, aber du hattest Loot dabei.
nochmal. Ist einfach alle bewusstlos. Leb deinen Hass aus. Mein ganzer schöner Plan wurde zunichte gemacht. Hallo? Bleib auf der Bank liegen. Sitzen. Essen. Na, normale Armbrüste. Armbrustbolzen schicken. Kannst froh sein, dass du ein Zivilist bist, ne? Aber ja, wir waren beim Outsider-Schrein noch nicht. Okay, hier liegt nichts mehr. Außer eine verfaulte... Zwei verfaulte Feigen. Zwei verfaulte Feigen. Schalalalalalala. Das ist doch himmlisch. Ihr seid nicht himmlisch. Verschwindet! Da Mückenstiche. Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Ihr frisst das. Natürlich war sie im Weg. Also die Säule da vorne. Werf ich das halt. Du kannst halt keine guten Pläne in die Tat umsetzen schicken. Obwohl. Ja. Falls ihr jemals einen Plan braucht. Fragt Chicken einfach, ob sie sich einen Plan ausdenkt und macht dann immer das Gegenteil von dem, was sie sagt. Was ist dir passiert? Dann habt ihr eigentlich schon einen guten Plan. Weil meine Pläne gehen ja immer schief. Aber wenn das immer das Gegenteil gesagt wird von dem, was ich mir ausdenke. Die Lösung. Ja, Chicken muss einfach nur... Nicht checken sein, dann klappen auch deine Pläne. Aber es ist so schwer, nicht checken zu sein als checken. Wie soll ich das anstellen? Wie nur? Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Kann ich mich hier irgendwo draufstellen? Toter Körper nur. Ach, bist ein Arbeiter. Ja, nur toter Körper. Das klingt so fies. Ist es auch. Fies und gemein. Vertrauter Geruch. Delilah Copperspoon. Ja, irgendwann komme ich auch zu dir. Mal sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. Sehr viel. Das ist mein Wanted-Poster. Aha. Ein Bild von den beiden also. Und sie hat natürlich Blümchen. Merkst du nicht, dass diese Hexe dich nur verzaubert hat? Nö. Scheint nicht. Hier sind die schon alle tot. Oh, komm schon. Ja, Chicken, du kämpfst zu viel im Nahkampf. Merke ich.
Ja, merke ich. Der Tresor des Herzogs. Tausend Rotationen. Dies weist auf ein Ich bin doch nicht kriminell! Komm, das halte ich jetzt für eine Lüge. Ja, so ist es wirklich am einfachsten. Wenn ich diesen ganzen Schuss machen mit, ich entferne erst mühsam deinen Rücken. Also hier diese Rückenschutzplatte. Dann irgendwie versuchen, was nicht klappt, den Öltank auf deinem Rücken zu zerstören. Was nicht mehr funktionieren will. Alte Narben sind tief, nicht wahr, Luca? Ich würde schon sagen, wo ist denn der ganze Loot, der hier eigentlich im Tresor sein soll? Na komm, nehmen wir mal das Herz. Dem Ding hat Ashworth Delilahs Geist aufbewahrt. Ja, aber wir stopfen es in unser Herz, also habe ich recht. Ha! Das ist es. Befreie mich aus diesem toten Gefäß, von dieser vergifteten Welt und fange Delilahs Geist ein. Ich lass dich nicht gehen. Ich finde einen anderen Weg. Nein, ich will nicht länger sehen, was aus dieser Welt geworden ist. Sie hat dich verändert. Ja, ich bin Mörder geworden. Ich hab's getan, um das Kaiserreich zu bewahren und Emily zu beschützen. Wir hatten große Träume. Aber mir ist egal, was du tust. Beschütze meine Tochter und lass mich vergehen. Wie dramatisch die Szene im hohen Chaosfaktor. Nur weil meine Hände blutbefleckt sind. Dann ist es erledigt. Zeit, Delilahs Geist zurückzubringen. Nee, noch nicht. Noch haben wir nicht alles erkundet im Level. Was ist das? Das Herz meiner Halbschwester? Nur ihr Fleisch bleibt noch. Jetzt ist es auch dein Fleisch. Vielleicht hat Delilahs Geist ihn zusammengehalten. Das Ding? Boah, mir egal. Sieht auch so aus, als hätten wir alle Knochenartefakte und Runen eingesammelt. Sie erhalten nie zurück, was sie hier verloren haben. Was habe ich denn hier verloren in diesem Palast? Deine Unschuld schicken, deine Unschuld. Das klingt seltsam. Ich höre Leute! Ich glaube, da war etwas. Leute! Leute! Versteckt er sich hinter der Türe? Denkst du, ich sehe dich nicht, oder was? Schlaues Bürschchen. Ja, schlaues Bürschchen. Bitte keine Ratte. Willst keine Ratte? Dann müsstest du mein neuer Zauber. Ja,